Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Wir sind hier in Nagycsenk in Ungarn, neben mir der Johannes Ketter von Husqvarna Österreich. Wir haben ein paar Husky Power Teile hier an dem Motorrad montiert und ich glaube, kein Teil wie dieses spaltet so die Gemüter in der Enduro-Szene. Klär uns mal auf. Ja, wir haben dieses Bike präpariert mit einer Recluse-Kupplung. Das ist eine Automatik-Fliehkraft-Kupplung, macht Kuppeln nicht mehr notwendig. Man kann ohne zu kuppeln den Gang einlegen, kann wegfahren, kann stehen bleiben, der Gang kann drinnen bleiben. Ganz ein interessantes Feature, aber auch ein Feature, wo es einfach ganz extreme Pros und Kontras gibt. Was passiert dann eigentlich mit dem Kupplungshebel? Der ist dann weg und was ist dann an der Stelle? Es gibt zwei Varianten. Man kann die Recluse-Kupplung einbauen und die Kupplung trotzdem noch an ihrer Stelle lassen. Das heißt, man kann, wenn man will, bei Bedarf einkuppeln, auskuppeln, kann sonst mit der Automatik fahren. Oder man legt die Hinterbremse rauf auf den Kupplungshebel, das heißt, der Fußbremshebel wird demontiert. Die Kupplung funktioniert dann nicht mehr, sondern ist die Hinterbremse links oben. Und man kann dann mit beiden Händen am Lenker vor der Bremse, Hinterbremse bedienen. Aha, sehr interessant. Und wie ist denn das? Das ist im Prinzip ein Zubehörprogramm von Husqvarna. Das kann jeder Husqvarna-Händler verbauen, sage ich mal, oder? Ist bei jedem Husqvarna-Händler erhältlich, ist in unserem Husky Power Zubehörprogramm drinnen und jeder Händler von uns kann das fachgerecht einbauen. Gut, na, wichtigste Frage natürlich zum Schluss. Was kostet die Freiheit, nicht mehr kuppeln zu müssen? Die Freiheit kostet rund 750 Euro plus den Einbau des Händlers. Okay, danke. Jetzt werden wir das einmal ausprobieren, wie das Zeug so funktioniert. Du fährst ja seit letztem Jahr auf Recluse. Wie hast du dich da an? Du bist eher aus dem Trailbereich, wo die Kupplung ein sehr wichtiges Element ist. Wie hast denn du mit der Umstellung dann von Kupplung auf Recluse? Ja, der Anfang war schon ein bisschen ungewohnt, einfach weil man oftmals in die Situation kommt, wo man das einfach jahrelang gewohnt war, Fußbremsen mit dem Fuß zu betätigen und nicht mit der Hand, so wie beim Mountainbiken. Da kommt man hin und wieder natürlich, wenn zu Schlüsselstellen kommen, ist man verlockt, dass man einfach einmal mit dem Fuß auf die Fußbremsen steigen will und da ist schon ein bisschen Umstellung. Aber wenn man es einmal eine Zeit lang gefahren hat und ein bisschen gewohnt hat, dann ist es eigentlich ja, viral, dann weiß man, dass das die Vorderbremsen mit der Hand zu bedienen ist. Ja. Okay. Ich glaube, du bleibst ja bei dem System, weil auf dem neuen Modell, was du diese Saison fährst, ist auch wieder Recluse montiert, oder? Genau so ist es, ja. Wo siehst du jetzt für dich die wichtigsten Vorteile in der Recluse-Kupplung? Ja, ich glaube, also der wesentliche Vorteil ist einfach, glaube ich, beim Traktionsaufbau oder beziehungsweise einfach, glaube ich, generell beim Einsteiger, der tut es ja wahrscheinlich leichter mit einer Recluse, weil er einfach ein Bedienungselement weniger zu bedienen hat. Und ich meine, das Gefühl, was man mit der Hand quasi auf der Fußbremse hat, jetzt da, ist natürlich auch ganz anders, als wie wenn man mit dem Stiefel draufsteigt. Ja. Also das sind, glaube ich, die wesentlichen Vorteile, dass das Moped eigentlich nicht mehr ansterben kann. Es rennt immer, also das ist schon. Für einen Anfänger und Hobbyfahrer definitiv nahezulegen. Aber ich sage mal so, du bist ja kein wirklicher Nudeldrucker. Wo siehst du für dich jetzt die Vorteile? Ja, also ich würd sagen, der wesentliche Vorteil, gerade wenn es schwierig wird, ist einfach der Traktionsaufbau. Man spürt das sofort, quasi, wenn das Hinterrad weggeht. Man braucht jetzt nicht den Druckpunkt von der Kupplung suchen und schauen, wie man Traktion aufbaut, sondern macht das eigentlich rein mit dem Gas und kann sogar vielleicht noch mit der Hinterbremse ein bisschen zurückhalten, das Motorrad. Und ja, das würde ich sagen, das sind so die wesentlichen Vorteile im schweren Gelände. Vorteile sind schön, gibt aber sicher auch Nachteile. Wo siehst du jetzt die Nachteile in der Recluse? Naja, ich würde sagen, der Nachteil ist relativ einfach, glaube ich, wenn man schnell jetzt unterwegs ist und man will über Hindernisse drüber springen und dann hat man dieses klassische, dass man quasi schnell zu einem Hindernis zubefährt, sie einbremst, Gas gibt, Kupplung schnalzen lässt und da ist, würde ich sagen, schon ein bisschen ein Nachteil, weil das geht mit der Recluse eben nur bedingt, ja, weil man kann sich einbremsen und dann Gas geben und dann muss man halt im richtigen Gang sein, damit das Vorderrad auch wegkippt. Ansonsten, wenn man Gang zu hoch ist, dann fährt man einfach wieder 1,4 m und das Vorderrad geht nicht weg. Ja. Also das sind so die Nachteile oder das klassische Ausspringen. Ich meine, der Enduro-Fahrer an sich
wird das eh nur bedingt kennen, aber wenn man von Trailsport kommt und die Technik hat, dann kommt man oftmals in die Situation, dass man jetzt da wirklich ein großes Hindernis vor sich hat und da jetzt wirklich mehr oder weniger wegspringen will mit dem Motorrad. Und das ist dieses aggressive Einkuppeln, wie man es kennt, da wirklich Gas geben, Kupplung schnalzen lassen, wegspringen, das ist mit der Recluse nur bedingt möglich, weil wenn man da Gas gibt, also hebt das Vorderrad weg, aber dass ich richtig wegspringe, ist nur schwer. Mhm. Es gibt ja zwei verschiedene Systeme bei der Recluse. Eins, wo man die Hinterradbremse an Lenker montiert hat und eins, wo das klassisch eben die Hinterradbremse am Fuß montiert ist. Bei der anderen Variante, wo die Hinterradbremse am Fuß montiert ist, hat man dann trotzdem nur eine Kupplung und kann eben mit der Kupplung eingreifen. Welches von den zwei Systemen fährst du? Also ich habe die Hinterbremsen am Lenker, ich bin aber beide Systeme eigentlich ausprobiert. Da würde ich auch wieder sagen, es gibt wieder ein Für und ein Wider. Also wenn man jetzt irgendwo einen langen Steuerhang auffährt und quasi das Vorderrad hebt dann weg, dann ist es oft schon mal super, wenn man es ein bisschen lupfen kann mit der Kupplung und die Drehzahl kommt nicht runter. Und wenn ich die Hinterbremsen am Lenker habe, dann ist einfach so, ich kann entweder vom Gas runtergehen oder ich bremse das Motorrad zusammen. Und dann ist entscheidend, wie viel Leistung das Motorrad hat, ob ich da genug Leistung habe, dass ich da nochmal wegfahre oder quasi wieder ein Speed aufbaue oder ich verrecke da oben und komme dann nicht auf. Ja. Tja, wir hatten jetzt hier ein paar geile Momente im Sattel der Husqvarna-Modelle mit der Recluse-Kupplung. Tja, was kann ich dazu sagen? Es ist mal so, dass beim ersten Aufsteigen man natürlich mal kräftig in den Lenker beißt, weil wenn man dann vom ersten in die zweite das erste Mal schaltet und in die Kupplung greift, ist ja das die Hinterradbremse. Aber das Thema hat man eigentlich relativ schnell heraus, also man kriegt dann relativ schnell das Gefühl dafür, dass da hinten jetzt, also dass da oben jetzt die Bremse ist und nicht mehr die Kupplung. Und sie haben mich eigentlich relativ schnell wohlgefühlt. Und was mir da wirklich, wie soll ich sagen, als größten Vorteil am Anfang gleich genießen kann, ist die Tatsache, dass ich immer beide Hände fest am Lenker habe und auch die Hinterbremse, wie beim Mountainbike, mit der Hand regulieren kann. Das gelingt mir irgendwie besser. Ich bin ja jetzt nicht so der talentierte Fahrer. Also da kann ich an den Bergabpassagen wirklich besser fahren. Dann unten an den Bergabpassagen, wo man vielleicht ein bisschen was anbremsen muss, habe ich einen festen Schluss mit den Füßen, habe das Motorrad immer perfekt unter Kontrolle, muss die Füße nicht bewegen, habe die Hände gut am Lenker und kann da beide Bremsen perfekt dosieren. Also das Thema Bremsen gelingt mir da mal viel, viel besser. Was ich auch sehr schnell heraus gehabt habe, ist natürlich, wie soll ich sagen, die schlampige Fahrweise, die man sich da angewöhnt. Dadurch, dass die Kupplung ja, wie soll ich sagen, automatisch einschleift, ist es so, dass das gar nicht mehr so genau ist, welchen Gang man da drin hat. Man bleibt einfach stehen mit der zweiten, fährt dann wieder los mit der zweiten. Wenn es einem danach ist, schaltet man die dritte, vierte. Bei den Motorrädern jetzt, zum Beispiel hier bei der 450er, die hat ja eh Drehmoment ohne Ende im Prinzip. Dadurch, dass das so fein einschleift, so fein einregelt, kann man mit relativ hohen Gängen immer losfahren und kann da einfach gemütlich dahin auch gleiten. Deswegen ist diese Kupplung vielleicht auch ein ganz guter Tipp für so besondere Anwendungsfälle. Also wenn man zum Beispiel so wie wir hier jetzt Filmaufnahmen gemacht haben, stehen bleiben, losfahren. Vor allem für Leute, die zum Beispiel als Instruktoren fahren, immer wieder mit dem Motorrad stehen bleiben, als Track-Scouts, die sich neue Strecken aussuchen. Es ist schon sehr, sehr komfortabel, wenn man beim Stehenbleiben nichts machen muss, außer einfach stehen zu bleiben. Am Ende des Tages haben mir alle Vorteile super gefallen, hat mir sehr getaugt. Es ist nur eine Geschichte, die ich mit meinem fahrerischen Niveau nicht ganz im Griff habe. Das sind dann diese trailigen Passagen, wo relativ große und schwierige Hindernisse vor einem liegen, wo ich mit einem normalen Motorrad mir immer mit der Kupplung ein bisschen helfen muss, dass ich das Vorderrad drüber kriege, dass ich das wirklich präzise timen kann. Das schaffe ich mit dem Motorrad hier nicht so. Heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist. Wir haben es ja gesehen im Video, Dieter Rudolf, der Trail-Staatsmeister, schafft das auch. Es ist fahrtechnisch möglich. Für mich ein bisschen schwieriger zum Koordinieren. Ich glaube, dass die Recluse aber auch ein ganz guter Tipp ist für Leute, die neu beginnen mit dem Enduro-Fahren, die vielleicht bisher viel auf der Straße gefahren sind, jetzt neu ins Enduro-Geschäft einsteigen. Ist das, glaube ich, eine Sache, die das sehr, sehr viel leichter macht. Und dann braucht man sich auch nicht umgewöhnen, sondern fährt vom ersten Tag an so los. Und da ist einfach eine Fehlerquelle schon mal ausgemerzt. Nämlich das Thema Absterben. Also das ist wirklich sensationell, wenn man da im Steilhang bei gutem Grip irgendwo hängen bleibt, stirbt das Motorrad nicht ab, man kann einfach wieder losfahren, wenn der Grip in Ordnung ist. Das ist für Anfänger eine Riesenerleichterung, aber auch für mich, ich fahre jetzt doch schon 20 Jahre talentbefreit, aber doch engagiert und habe das heute ein paar Mal die Situation gehabt, wo ich diesen Vorteil genossen habe. Also auf meinem Niveau viele Vorteile, ein kleiner Nachteil bleibt, was ich halt fahrerisch nicht ganz schaffe, die dreiligen Passagen. Schauen wir mal, was unser Bauernkopf im 1000 Best Büro, der
Arlo so drauf hat, er fährt ja fahrerisch ein höheres Niveau als ich und ich glaube, er ist ein Gewohnheitstier. Patrick! Schere große Kupplung am Enduro-Motorrad. Wir haben jetzt quasi das ganze Leistungsspektrum hier an Fahrern vor Ort. Der Dieter Rudolf kommt super damit zurecht, hat mörderisch was aufgezeigt. Ich finde es eigentlich auch ganz gut. Du bist wahrscheinlich da ziemlich genau in der Mitte, fast aber auch schon Jahrzehnte, kann man sagen, Enduro. Wie tust du dir mit dem Teil? Hände weg vom Mikro, das gehört mir. Die Recluse-Kupplung spaltet ja eigentlich die Lager. Also wir haben entweder ganz starke Befürworter dafür oder eben komplette Verneiner, die sagen, das ist nichts für mich und das ist für einen klassischen Enduro-Einsatz nicht brauchbar. Du bist einer vom zweiten Lager? Jein. Ich verstehe eigentlich beide Seiten. Die Vorteile und Nachteile hast du eigentlich vorher schon relativ gut aufgezählt. Was mir jetzt nur einfällt, ist beim Anbremsen in der Kurve, wenn man relativ schnell unterwegs ist, dann stirbt mir eigentlich relativ oft das Motorrad ab. Ich mache es dann so, dass ich mit Kupplung einfach wieder einen Gang reingib und hoffe, dass die wieder anspringt. Passiert aber auch manchmal, dass sie dann eben nicht mehr anspringt. Das kann mit der Recluse eigentlich überhaupt nicht passieren. Was ich auch noch als Nachteil finde bei der Recluse, ist, dass ich habe dann teilweise nicht mehr gewusst, in welchem Gang ich bin. Also ich habe dann einfach sicherheitshalber in dritten oder vierten Gang eingelegt, wo ich normalerweise eigentlich in den Passagen mit dem zweiten Gang, vielleicht auch mit dem dritten Gang fahren würde. Und das hat eigentlich immer funktioniert. Nur wenn man dann wirklich irgendwo eine Passage hat, wo man dann Leistung braucht und man ist im falschen Gang, dann kann es sein, dass das einfach zu wenig ist. Dass man mit zu wenig Schwung dann in die Passage einfällt. Naja, Burschen und Mädels, jetzt habt ihr wieder mal die super Empfehlung von 1000 PS. Wir wissen nicht, ob ihr es hier braucht. In Wahrheit, das auszuprobieren ist natürlich schwierig, hat nicht jeder die luxuriösen Gegebenheiten wie hier bei 1000 PS. Ich sag mal so, Leute, die auf Technik stehen, gerne neue Sachen ausprobieren oder Leute, die vielleicht ganz neu ins Enduro-Geschäft einsteigen, ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Technisch ist das wirklich top, gibt es nichts vom Grundprinzip her. Tolle Sache, und wenn das von Husqvarna selbst angeboten wird und beim Händler eingebaut wird, ist man da auf der sicheren Seite, auch dass da alles in Ordnung ist. Und ja, freuen wir uns aber auf alle Fälle, dass das Thema Enduro bereichert wird durch so ein Zubehör. Ist ein ganz anderes Fahren und tolle Sache.